Macht ihr mich laut? Bin ich laut? Sehr gut. Okay, wir wollen euch die nächste Stunde was darüber erzählen, was in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren zusammengebrochen ist. Nämlich, wenn man sich die Meldungen so anschaut, wirkt es, als wäre die gesamte Kryptografie kaputt. Aber wir wollen euch jetzt nichts über Mathe erzählen, weil mir wurde angedroht, das sollen wir nicht machen, sondern wir wollen euch was erzählen über die Kryptokalypse und die gesellschaftlichen Auswirkungen und was wir dagegen tun können. Das heißt, wir werden anfangen mit dem kurzen Katastrophenrückblick, das heißt Revue passieren lassen, was waren die größten Sicherheitsprobleme der letzten anderthalb Jahre und das nicht nur auf kryptografischer Ebene, sondern auch auf politischer Ebene. Und dann wollen wir sagen, was sind die Hauptursachen, was sind die Kategorien, in die wir das einteilen können und was können wir gegen diese einzelnen Fehlerursachen oder gegen diese einzelnen Katastrophenursachen tun? Kriegen wir irgendwas hin? Können wir Krypto wieder vertrauenswürdig machen? Können wir was tun, damit es sicherer wird? Und können wir was dafür tun, dass es die nächsten anderthalb Jahre vielleicht nicht so weitergeht? Wir wollen damit anfangen, dass wir schauen, wie viele Sicherheitsprobleme gab es denn. Und eine ungefähre Metrik sind die Common Vulnerabilities and Exposures. Das ist ein System, um Sicherheitslücken standardisiert beschreiben zu können und kategorisieren zu können. Und wenn wir uns die anschauen, sehen wir, dass Sicherheitslücken potenziell über die Jahre in der Anzahl gewachsen sind. Wozu wir aber auch sagen müssen, dass wir das nicht absolut einfach so betrachten können, sondern dass da immer ein gewisser Bias drin ist. Nämlich, es ist ja prinzipiell gut, wenn mehr Sicherheitslücken erkannt werden, weil das heißt ja nicht nur, weil weniger erkannt werden, dass weniger da sind. Manchmal bei manchen Sicherheitslücken haben wir Probleme zu kategorisieren, in welche Kategorie fallen die, und deshalb passiert es auch bei diesen Statistiken, dass manchmal einfach mehrere Sicherheitslücken zweimal, dreimal in diesen Statistiken auftauchen, weil sie unter verschiedenen Kategorien laufen, oder man manchmal ein Sicherheitsproblem hat, das sich aus so vielen Lücken zusammensetzt, dass man es zusammenfassen muss und dass es nur als eine einzige Sicherheitslücke auftaucht. Außerdem haben wir weiterhin ein Ungleichgewicht, weil natürlich ist Software, die verbreitet ist, öfter untersucht worden. Das heißt, wir haben dieses Zitat aus einer CVE-internen Mailingliste, wo natürlich ganz klar ist, Microsoft-Produkte werden öfter überprüft als PHP Golf, was quasi ein Synonym ist für Programme, die keiner kennt, keiner benutzt, die irgendwann mal ein Student geschrieben hat und hochgeladen hat, wo halt ein Sicherheitsproblem drin ist, das aber faktisch einfach niemanden betrifft. Wir wollen damit anfangen, bei der Beschreibung von Sicherheitsproblemen, die in den letzten anderthalb Jahren vorgekommen sind, mit den dümmsten anzufangen. Das heißt, mit den Problemen, die man eigentlich nicht haben muss. Wir haben mehrmals erfahren, dass es Software gibt, die vorgibt zu verschlüsseln, es aber nicht tut. Wir haben zuletzt, glaube ich, von NQ Vault erfahren, irgendwie durch einen Golem-Artikel. Und da war es eben so, dass angeboten wurde, auf dem Smartphone Daten zu verschlüsseln. Aber in der Realität war es immer so, dass die ersten 128 Byte verschlüsselt waren. Und das konnte man auch nicht Verschlüsselung nennen, weil im Endeffekt gab es nur eine relativ primitive XOR-Verknüpfung. Und es ist einfach wirklich keine Verschlüsselung da gewesen. Wir haben auch noch diese typischen Fehler, bei denen man sich denkt, warum muss das sein, wenn man sich überlegt, dass bei dem TV-Mont-Hack zum Beispiel einfach das Passwort hinten an der Wand geklebt hat und es einfach keine Operation Security gab. Dass Leute sich irgendwie Passwörter ausdenken, die banal sind und man sowas eigentlich nicht haben muss. Aber es gibt auch die wirklichen Sicherheitsprobleme. Wir hatten Shellshock. Shellshock hat dazu geführt, dass wenn man die Bash, also quasi die Kommandozeile benutzt, die wir standardmäßig quasi bei Unixoiden Systemen benutzen, dass wenn man Variablen eingeführt hat, die das System kennt und da Funktionen dran gehängt hat, dass diese Funktionen eventuell später mit höheren Zugriffsrechten ausgeführt wurden, als diese Variable eingebracht wurde und dadurch eben es möglich war, jeden beliebigen Befehl auszuführen, den man ausführen wollte. Eine große Gruppe von Katastrophen, die uns passiert ist, ist das ganze SSL- und TLS-Desaster, das heißt eine verschlüsselte Ende-zu-Ende-Kommunikation von einem Client zu einem Server. Und wir hatten ziemlich viele Vorfälle. Wir hatten als erstes Go-to-Fail. Ein Klassiker. Man sieht im Prinzip, selbst wenn man nicht programmieren kann oder irgendwie sich nicht unbedingt denken kann, was das alles bedeutet, dass dieses zweimal Go-to-Fail und Go-to-Fail vielleicht nicht das ist, was man
haben will, weil es dazu führt, dass wenn ich das Zertifikat eines Servers überprüfen will und diesen bestimmten Zustand erreiche, dass ich dann immer nicht in das erste Go-to-Fail gehe, wenn es einen Fehler gibt, sondern es immer tue, auch wenn es keinen Fehler gibt und dann einfach die Verifizierung dieses privaten Schlüssels einfach nicht vornehme. Das heißt, jeder kann sich einschalten, jeder kann sagen, ich besitze diesen privaten Schlüssel, indem er diesen Fehler auslöst und dann quasi seine Identität vorgeben. Wir hatten Heartbleed, Heartbleed war relativ früh und Heartbleed beruhte darauf, dass es für OpenSSL eine Heartbeat-Extension gab, die immer mal wieder den Server angesprochen hat, um zu sagen, hey, bist du noch da? Und normalerweise hätte es so laufen sollen, dass jemand einfach ein paar Buchstaben schickt, sagt, ich schicke dir ein Wort mit 4 Buchstaben zum Beispiel und der Server antwortet dann mit genau diesem Wort mit den 4 Buchstaben. Jetzt war es aber so, dass man auch einfach sagen konnte, hier, ich sende dir ein Wort, das hat 500 Buchstaben, hatte in der Realität zum Beispiel nur 4 und der Server hat das dann einfach aufgefüllt mit den nächsten quasi 496 Buchstaben, die im Speicher waren. Das führte dazu, dass man einfach Daten rausgekriegt hat, zum Beispiel die Masterkeys von den Servern, Passwörter von Nutzern und alles andere Mögliche, was sensibel ist. Dann hatten wir Poodle. Poodle beruhte darauf, dass man Server zwingen konnte, dass man Browser zwingen konnte, auf eine unsichere SSL-Verbindung zurückzufallen. Das heißt, eigentlich wollen wir kein SSL 3.0 mehr. Viele unterstützen das aus Kompatibilitätsgründen, was dazu geführt hat, dass man runterverhandeln konnte, indem eben dieser Mann in der Mitte, der der Angreifer war, gesagt hat, nee, TLS 1.2 spreche ich nicht, 1.1 auch nicht, 1.0 nicht, ich will SSL 3.0 machen, was dazu geführt hat, dass er wiederum die Identität vorgeben konnte und den Verkehr mitlesen. Zuletzt aus der Gruppe nicht, also aus dieser Gruppe gab es noch Freak Attack. Freak Attack hat eben auch ausgenutzt, dass man Sicherheitsstandards runtersetzen konnte, dass man auf eine unsichere Version von RSA sich runtergehandelt hat beim sicheren Datenaustausch, was noch aus Zeiten der Crypto Wars stammte, als man eben in den USA keine sichere Verschlüsselung exportieren konnte, was aber immer noch teilweise implementiert und unterstützt wird. Ja, also Fehler kommen relativ häufig vor, teilweise wirklich für Informatiker peinlich häufig vor. Ich muss nochmal wiederholen, dieses Go-to-Fail war ein Fehler von Apple, wo es wirklich also sehr grafisch da ist, dass da ein Problem ist. Also wenn man anfängt zu programmieren, dann ist es einer der ersten Orte, die man fehlt. Und bei Freak hat man auch die Situation gehabt, dass das eine erhebliche Lücke war. Also insofern ist die Frage, wird es versucht zu patchen? Und da sind wir jetzt in einer relativ surrealen Situation, dass in den letzten 2 Jahren Microsoft mehr Fehler in diesem Bereich gemacht hat, als in den 10 Jahren davor. Ich habe auf dem Kongress ein Drittel meines Vortrags mit aktuellen Sicherheitsproblemen füllen können. Ich kann heute allerdings nur ein Viertel des Vortrags mit wirklich den heißen Security-Meldungen der letzten Wochen füllen. Warum heiße Security? Das ist eigentlich so ein sehr qualifizierter Sicherheitsticker und auch eigentlich der Home Ticker für sehr viele Windows-Admins. Also das sind Leute, die Windows irgendwie nicht negativ gestimmt sind. Insofern fand ich es eigentlich ganz interessant. Hier ist auch eine Ironie des Schicksals, dass jetzt im Beispiel Freak-Angriff Microsoft sehr schnell gepatcht hat. Es war sogar so schnell, dass sie vorher einen Hotfix rausgeschickt haben, also neben der offiziellen Patch-Strategie. Das Problem war nur, dieser Hotfix hat das System es schwer beschädigt, insbesondere gingen die normalen Updates dann nicht mehr voran, was natürlich sehr peinlich war. Nächste Folie bitte. Heiße Security hat es dann relativ zynisch oder auch desillusioniert kommentiert, ist ja nicht so schlimm, also inzwischen sind Microsoft-Anwender gewöhnt, dass es da Kummer gibt, allerdings die Qualität dieser Fettnäpfchen wurde nicht besser. Wenn man ich jetzt Microsoft gelobt habe, dass sie im Fall Freaks zumindest versucht haben, das zu schnell zu patchen, kommen wir jetzt zum anderen Extremum. Der Austausch der SHA-1-Hash-Funktion, also einer
Kontrollsummenberechnung, die schon seit etwa 18 Jahren als gebrochen gilt, ist jetzt in den letzten Tagen in Angriff genommen worden. Und hier passierte dann auch wieder was Übles. Microsoft hat auch diesen Update falsch gemacht. Und für uns besonders lästig war das, dass er irgendwie mitinstallierte Linux-Systeme massiv beschädigt hatte. Das System ging dann in eine Rebootschleife. Das klingt jetzt eigentlich lustiger, als es ist. Wir müssen dran denken, es gibt jede Menge Windows-Systeme, die in eingebetteten Systemen dran sind, wo so eine Rebootschleife wirklich die ganze Steuerelektronik durchaus in Probleme bringt. Also das ist eine Sache, die in der Industrie inzwischen alles andere als entspannt gesehen wird. In diesem aktuellen Fall natürlich nochmal zusätzlich ärgerlich, dass Microsoft Windows nicht nur ihre eigenen Sachen kaputt macht, sondern die gesamte Boot-Sache zerstört. Mit anderen Worten, ein ordentlich installiertes Linux bootet dann nicht, nachdem ein Windows-Update gemacht wird. Das ist natürlich sehr wenig befriedigend. Wir haben jetzt erfahren, dass wir Menschen haben, die Sicherheitsprobleme verursachen, dass wir Software haben, die von Menschen gemacht ist, die Sicherheitsprobleme verursachen. Wir haben aber noch ein ganz anderes Problem. Wir haben kaputte Standards. Wir haben Standards, die kompromittiert sind von Geheimdienstbehörden, die bewusst geschwächt werden und damit quasi das gesamte Sicherheitskonzept ad absurdum führen. Falscher Rechner. Wir haben Backdoors. Wir haben im September 2013 von einem relativ schwerwiegenden Backdoor erfahren. Das war ein Vektor in einem Zufallsgenerator, der standardisiert war von NIST und der schon lange im Backdoor-Verdacht stand. Das ist das eigentlich ja, Kritische an der Sache, dass man nämlich schon wusste, da ist irgendwas faul, dieser Standard wurde von der NSA eingebracht, was nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Das heißt, das ist quasi kein Alleinstellungsmerkmal dafür, dass wir einen Vektor haben, macht es aber vielleicht wahrscheinlich, vor allem wenn man sich bei manchen Punkten fragt, warum wird das gemacht, ist das irgendwie nachvollziehbar oder begründbar, was da in diesem Zufallsgenerator passiert. Danach haben wir erfahren, dass es nicht nur diesen kompromittierten Standard gab, sondern dass RSA 10 Millionen Dollar von der NSA bekommen hat, um das eben in ihre BSafe Crypto Library einzubauen und als Standard zu setzen, das heißt als Default zu setzen. Das heißt, wir haben kaputte Standards, kaputte Menschen und kaputte Software. Wir haben aber auch kaputte Hardware. Das heißt, wir haben in den letzten Monaten und Jahren immer wieder einen Trend gesehen, dass die Angriffe, die gefahren werden, auf immer tieferen Ebenen gehen. Das heißt, wenn wir sagen, wir kompromittieren Dinge auf Software-Ebene, haben wir eine ganz andere Möglichkeit, das vielleicht zu umgehen oder andere Software zu benutzen, als wenn die Hardware kompromittiert ist. Das heißt, wir können nicht viel dagegen tun, dass wir ein BIOS haben, in dem quasi schon ein Rootkit drin ist, das dafür sorgt, dass immer wenn wie bei LightEther ein Prozess gestartet wird, dass dieses Rootkit informiert wird und dass dieses Rootkit dann einfach Daten direkt aus dem Arbeitsspeicher lesen kann. Das heißt, wir können uns private Schlüssel zulegen, wie wir wollen. Wenn dieses Rootkit diesen privaten Schlüssel einfach aus dem Arbeitsspeicher lesen kann, bringt uns das überhaupt nichts mehr. Das haben wir auch gesehen bei dem Gemalto-SIM-Karten-Hack. Das war, als bekannt wurde, dass NSA und GCHQ bei Gemalto SIM-Karten-Keys direkt abgegriffen haben, was bedeutete, dass damit die Verschlüsselung zwischen dem Telefon und dem Funkmast quasi gebrochen werden konnte, ohne dass es eine Möglichkeit gab, das zu bemerken. Was aber auch ermöglicht hat, dass SIM-Karten gefälscht werden konnten und damit Menschen inkorporiert werden konnten. Das heißt, man konnte quasi eine SIM-Karte klonen und was noch dreister ist, ist eigentlich, um dann zu verdecken, dass man irgendwie extra Datenverkehr hat, wurden sogar noch die Rechnungen gefälscht. Das heißt, man hat wirklich Daten, die dann wieder an den Provider gesendet wurden, einfach verfälscht. Ein weiteres Problem neben der Hardware ist unsere Politik. Das heißt, wir hatten Meldungen von CryptoWars 3.0. Wir hatten wieder Forderungen dagegen, dass man nicht mehr sicher verschlüsseln muss in diesem Cyberraum, weil sonst ja die Polizei keinerlei Möglichkeit hat, gegen die bösen Terroristen zu ermitteln, wenn die einfach so ihre Kommunikation verschlüsseln können. Das heißt, man forderte, und zwar von verschiedenen Seiten, man forderte von Seiten Obamas, man forderte von Seiten von Cameron, man forderte von Seiten von de Maizière, dass man eventuell eine verbindliche Schlüsselhinterlegung verpflichtend machen soll, die eben dann im Kampf gegen den Terror als Reaktion auf die Charlie Hebdo-Anschläge helfen soll, eben die bösen Verdächtigen zu fangen. Das Ganze wurde verglichen mit einer Hausdurchsuchung, weil man ja sagte, ja, bei einer Hausdurchsuchung bei den Kriminellen haben wir die gleichen Möglichkeiten, wobei man einfach sagen muss, dass diese Analogie unglaublich
Irrsinn ist, weil bei einer Hausdurchsuchung merkt man, dass das Haus durchsucht wird und man hat die Möglichkeit, sich einen Beistand zu holen, zumindest theoretisch, und eben ganz andere Eingriffsmöglichkeiten. Das war das, was wir euch ungefähr vorstellen wollten. Und jetzt wollen wir uns fragen, ist es kaputt oder können wir noch irgendwas dagegen machen? Und haben versucht, ungefähr die Fehlerkategorien mal runterzubrechen. Die erste Fehlerkategorie ist natürlich der Mensch. Das haben wir gesehen bei dem TV5-Hack. Es gab einfach keine Operation Security, keine gute Nutzer sind meistens relativ schlecht aufgeklärt, was quasi gutes Verhalten angeht, oder sie tun es trotzdem nicht, auch wenn sie es wissen. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt jemanden, TM, der schlechte Passwörter hat, der Passwörter unter 8 Zeichen hat. Und das ist sowohl im Privaten so und als auch im Beruflichen. Das heißt, Leute, die in ihrem Job mit sensiblen Daten umgehen, machen das nicht unbedingt besser. Das heißt, die Software kann noch so gut sein, wenn das Passwort an der Wand klebt, bringt uns das überhaupt nichts. Das Problem 2, was sich sehr hartnäckig hält, sind unsichere Systeme an sich. Wir haben erfahren, dass in der Berliner Verwaltung immer noch mit Windows XP gearbeitet wird, auch wenn der Support schon vor über einem Jahr eingestellt wurde. Dann hat der Berliner Datenschutzbeauftragte gesagt, das kann eigentlich ja nicht sein. Die Gefahr, dass dann wieder sowas passiert wie bei TV-Monde, ist einfach unglaublich groß. Wir erleben aber auch, dass Sicherheit oder Maßnahmen wieder zurückgestellt wurden. Wir haben damals auf Netzpolitik veröffentlicht, dass das LKA in Niedersachsen, das ursprünglich mal Linux eingeführt hatte, wieder auf Windows zurückgerudert hat. Die Gründe, darüber kann man reden, aber einer der Gründe war eben, die uns aus einer Kommunikation bekannt waren, dass die Nutzer, weil sie auf den Linux-Rechnern die USB-Ports nicht benutzen konnten, aus Sicherheitsgründen und die CD-Laufwerke, weil es abgeschaltet war, um eben Sicherheit zu geben, sich einfach parallel Windows-Rechner hingestellt haben, mit denen das ging. Vollkommen an jeder Sicherheit vorbei. Und das wurde quasi als Grund genommen, zu sagen, wir führen jetzt Windows wieder ein, weil die Nutzer wollen das ja eh nicht. In der Software, wenn wir in die Sicherheit von Software gehen, haben wir natürlich einen menschlichen Faktor. Bugs sind in jeder Software drin, das heißt, so die Industrie schätzt 15 bis 50 Bugs auf 1000 Zeilen Code, und wenn wir uns überlegen, dass so Software nicht nur 1000 Zeilen Code hat, sondern aber tausende Zeilen von Code, wissen wir, da ist ein Fehler drin. Das können wir nicht vermeiden. Und wir müssen endlich aufhören, damit diejenigen, die diese Bugs verursachen, anzuschuldigen und an den Pranger zu stellen, wie das bei Heartbleed passiert ist, auch wenn der Fehler, der gemacht wurde, relativ stupide war. Wir müssen aber uns an die eigene Nase fassen, zumindest die, die in der Lage dazu sind, die Software selber anzugucken und die Software zu auditieren. Und es müssen Mechanismen geschaffen werden, um Software auditieren zu können. Ein weiteres Problem ist eben Legacy-Software. Das heißt, selbst wenn ich selber Software programmiere und mich um ein Audit kümmere, ich greife meistens auf Libraries zurück, ich greife auf Systeme zurück. Ich muss immer dem, was quasi unter der Schicht ist, die ich aufsetze, vertrauen. Und wir können einfach, wenn wir vor allem keine Open-Source-Software haben, einfach nicht wissen, was da passiert. Eine weitere Fehlerquelle im Menschlichen und im Programmieren ist einfach schlechtes Software-Engineering. Es gibt Methoden, es gibt das Vier-Augen-Prinzip, das heißt, dass nicht der Programmierer alleine auf seinen Code drauf guckt. Es gibt Code-Reviews. Natürlich, das ist alles keine Garantie dafür, dass wir keine Fehler mehr in der Software haben, aber es ist zumindest eine notwendige Bedingung dafür. Ja, und drastisch ist eigentlich auch die Problemlage im Bereich der Hintertüren. Und da muss ich jetzt doch mal ein paar harte Informatikworte machen. Wenn man Closed Source hat, also wenn niemand in den Code reingucken kann, ist es wirklich eine relativ beliebte Fingerübung für Kryptografen, dann Nachrichten herauszuschmuggeln. Auch nochmal ein anderer Punkt, auf den nochmal hinzuweisen ist, also jetzt mit diesen neuen UEFI-Systemen gibt es wirklich die Situation, dass, wie Anna richtig gesagt hat, auf der untersten Ebene schon Schlüssel abgefangen werden können. Das Drastische ist, dass teilweise auf dieser untersten Ebene dann auch noch Netzverbindungen hergestellt werden können. Also Hintertüren sind wirklich ein echtes, riesiges Problem. Und wenn man nicht in den Code reinschauen kann, dann ist man wirklich, und das sage ich sogar in einem harten Informatik-Sinn, beweisbar hilflos. Freie Software ermöglicht, dass wir in den Code reingucken.
Wir haben gesehen, um es mal ganz klar zu sagen, es ist auch eine Schande für die Informatik, was im Open-Source-Bereich gegangen ist, dass wirklich niemand auf diese Open-Source-Sicherheitsprobleme aufmerksam geworden ist oder nur sehr spät. Im Fall von Heartbleed und insbesondere auch im Fall von GoToFail wurde das gefunden, aber nach einer schmerzhaft langen Zeit. Also durchaus in der Open-Source-Szene ist da auch ein Anlass zur Selbstkritik. Aber ich muss noch mal ganz klar sagen, Open-Source tut jedenfalls Backdoors sehr, sehr schwierig machen. Also insofern ist es wirklich eine notwendige Bedingung, dass wir den Code ansehen können. Die Leute, die jetzt Open Source gegen andere Sachen abwägen, sagen dann immer, es gibt auch Shared Source Konstruktionen oder veröffentlichten Source Code mit restriktiven Lizenzen. Das ist richtig. PGB oder Kryptofon sind normale kommerzielle Produkte, wo allerdings der Source Code veröffentlicht wurde. Also wer es ein bisschen genau definieren will, kann man sagen, lesbarer Source Code ist eine notwendige Bedingung, um Backdoors zu verweigern, ist aber keine hinreichende Bedingung, weil offensichtlich hat die ganze Community und auch die Anwender von Open Source bisher nicht die Notwendigkeit gesehen, da ordentlich reinzuschauen. Aber ich möchte es nochmal betonen, Open Source ist wirklich eine großartige Errungenschaft und auch im Bereich der Kryptographie ist es wirklich eine Sache, wo man sehr erfreut sein muss. Ich weiß, hier ist eine Konferenz, wo viele Leute vorne stehen und sagen, hier ist eine Revolution, die alles ändert. Man ist da in der Tat kritisch, insofern möchte ich vorausschicken, das Gute an der Sache ist, es kostet nichts und ihr müsst auch keinen Mathematiker einstellen. Die ganzen mathematischen Forschungen sind veröffentlicht. Die werden evaluiert in der Wissenschaftsgemeinde, dafür muss niemand zahlen. Open Source ist auch so, dass der Programm zunächst mal kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Also insofern ist es eine erfreuliche Sache, die Tools, um das Spiel dramatisch zu ändern, liegen einfach da, sie müssen eingesetzt werden. Nochmal, die Snowden-Veröffentlichungen haben wirklich herausgefunden, erstens, die Kryptographie hält. Es gibt ein paar Randbereiche, wo Kryptografen schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren warnen, im Bereich der Hash-Funktion, SHA-1, im Bereich RC4-Verschlüsselung haben wir gewarnt und werden heute jetzt ein bisschen stärker gehört, aber insgesamt wackelt die Kryptographie nicht. Die Open Source wackelt in den meisten Fällen auch nicht. Wenn wir danach lesen, hat Snowden sein Leben an GPG anvertraut und auch die Analyse der bisherigen NSA-Paper zeigt, dass GNU Privacy Guard ein freies Tool ist, was wirklich eine große Menge an Sicherheit macht. Also die gute Nachricht, es sind Tools da, um das Spiel zu enden. Die schlechte Nachricht ist, dass es trotzdem kaum jemand einsetzt. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptsachen, die wir bei dem Vortrag adressieren. Die Sachen sind da, ihr braucht sie nicht kaufen, ihr braucht niemand bezahlen dafür. Benutzt die bitte. Nächste Folie. Der letzte Punkt, den ich nochmal sagen muss, Open Source Community hat ein Problem der Qualitätssicherung. Muss man ganz klar sagen, diese Heartbleed-Sachen hätten nicht passieren dürfen, dieses GoToFail hätte nicht passieren müssen. Insofern ist in meinen Augen aber eine Notwendigkeit für Industrie und staatliche Stellen, die Open Source einsetzen. Und man kann einfach die konservativen Wirtschaftswissenschaftler aufrufen, die staatlichen Behörden und die Industrie sparen Millionen und vielleicht sogar Milliarden durch den Einsatz von Open Source. Ich glaube, dass es für staatliche Stellen eine juristische Verpflichtung und für die Industrie auch eine moralische und auch eine kommerzielle Verpflichtung ist, hier im Bereich der Open Source Sicherheitsevaluation eigene Anstrengungen vorzubringen. Die zweite interessante Sache, jetzt, weil wir ja auch ein Bereich sind, wo, sagen wir mal, Community und leichte Anwendbarkeit durchaus ein sehr wichtiger Punkt ist, möchte ich darauf hinweisen, auch in diesem Bereich gibt es einige Entwicklungen. Ein sehr schönes Tool ist zum Beispiel HTTPS Everywhere von der Electronic Frontier Foundation. Das installiert man einmal und das ist nicht schwierig. Die Webanwender haben zu über 70%, was in anderen Talks nur mit mäßiger Freude aufgenommen wurde, einen Adblocker installiert. Es ist ein etwa genauso großer Aufwand, etwas geringer in meinen Augen sogar, ein HTTPS zu installieren, was einfach Folgendes macht: Wir geben eine normale Webadresse ein und dieses Tool versucht automatisch auf eine sichere Verbindung zu gehen. Das ist völlig transparent, ist einmal installiert und ändert das Spiel schon relativ dramatisch.
Weiterer Punkt ist, wo es eigentlich relativ witzig ist, dass einige Anmerkungen, die bisher auf der Bit-Ebene waren, wirklich riesige gesellschaftliche Auswendungen haben. Ein Beispiel ist, dass wir zunächst mal an Firmen und staatliche Behörden durchaus verlangen sollten, dass die starke, ordentliche Kryptographie machen. Ein schönes Beispiel ist Perfect Forward Secrecy. Das war eine Konstruktion, die vereinfacht gesagt, schlicht und einfach sagt, jede Verbindung kriegt einen neuen Schlüssel. Vergessen wir die ganze Mathematik, die ganze Kryptographie. Wenn jede Verbindung einen eigenen Schlüssel hat, dann bedeutet es, dass irgendwie Angreifer, das können staatliche Behörden mit irgendwelchen gerichtlichen Sachen, das können aber auch normale Angreifer sein, jeweils einen Schlüssel angreifen und damit nur eine Verbindung kompromittieren. Was ist die Alternative? Und das ist eine Alternative, die zum Beispiel auch bei Lavabit, dem E-Mail-Provider von Snowden, aufgelaufen ist. Da gab es nur einen Serverschlüssel, der für alle Verbindungen verantwortlich war. Was passiert jetzt natürlich? Die US-Regierung hat eine gerichtliche Anweisung, dass der Schlüssel herausgegeben werden muss. Der Schlüssel musste nach einigen lustigen Versuchen, es zu vermeiden, herausgegeben werden. Was Ergebnis war? Alle Kunden sind kompromittiert. Und das ist natürlich eine interessante Frage, wenn man zum Beispiel Cloud-Service hat, wenn man Cloud-Service als Firma hat und irgendeiner von den Kollegen, die bei demselben Provider sind, macht Mist. Die Behörden klagen den Schlüssel raus. Die Behörden haben alles aufgezeichnet. Wird meinen gesamten Daten auch kompromittiert, obwohl ich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun habe. Hier ist es wirklich ein Punkt, wo dann auch das BSI gesagt hat, für unsere Verbindungen der Bundesregierung müssen wir Mindeststandards setzen und diese Mindeststandards sahen sehr vernünftigerweise aus, dass RC4 nicht mehr verwendet werden kann, aber auch, dass diese Perfect Forward Secrecy anzuwenden ist. Also vereinfacht gesagt, das bedeutet für jede Verbindung einen neuen Schlüssel. Ein Angreifer kann nicht einen Schlüssel für alles greifen, sondern muss jede Verbindung einzeln abschreiben. Ich bin kein großer Freund von staatlichen Eingriffen, aber auch staatliche Eingriffe können mit Fast-Forward-Secrecy in einer Weise dann durchgeführt werden, wo nicht völlig Unbeteiligte in unakzeptabler Sache angegriffen werden. Also nochmal, diese einfachen Sachen, die in der Kryptographie durchaus immer erzählt wurden, sind wirklich Sachen, die das Spiel dramatisch ändern. Wir haben dann auch noch soziale Protokolle, zum Beispiel finde ich auch ganz interessant, dass jetzt bei diesen Instant-Messaging-Systemen Krypto hier und Krypto da diskutiert werden. Seit über, ich glaube, 15 Jahren etwa gibt es JABBA und OTA, also ein Protokoll, das wirklich von Kryptografen so entwickelt wurde, dass soziale Eigenschaften eines vertraulichen Gesprächs gegeben sind. Also wer das zum ersten Mal sieht, wundert sich ganz gewaltig, aber diese Konstruktion, dass ich im Netz mich mit jemandem unterhalten will, auch sicher sein, dass es diejenige Person ist, aber im Netz auch irgendwie der Anrecht auf der Privatsphäre da ist, das bedeutet, nicht jede Äußerung muss unterschrieben werden und muss mir vorgehalten werden. Das sind zum Beispiel soziale Eigenschaften von Protokollen, das zum Beispiel bei diesem OTR-Standard adressiert wurde und ich glaube, es ist hier auch ein guter Ort, mal darauf hinzuweisen, dass wir Kryptografen eigentlich seit Jahrzehnten mit interessanten Protokollen rumlaufen, die eine erweiterte Pseudonyme machen, die anonyme Wahlen ermöglichen, aber irgendwie von der sonstigen webaktiven Szene weitgehend ignoriert worden sind. Also so Sachen wie Liquid Feedback kann man durchaus mit der gängigen Kryptografie auch in vernünftig machen, aber irgendwie hatten die jungen Leute da offensichtlich sehr viel wichtigere Dinge zu tun, als irgendwie die Welt irgendwie ein bisschen sicherer und zwar genau die digitale Welt, relativ schwierig, um damit irgendwelche algebraischen Konstruktionen zu machen. Also man kann sich wirklich hinstellen und sagen, okay, ihr habt jetzt einen Supercomputer, dann machen wir halt den Schlüssel etwas länger. Das ist durchaus möglich, insofern tun wir mal die Haltung zur Mathematik grundlegend überdenken. Mathematik ist cool, Mathematik ist euer Freund. Die beste Nachricht ist, ihr müsst es aber trotzdem nicht anfassen. Das wird alles in Open Source irgendwie ordentlich gemacht. Insofern könnt ihr irgendwie auch eure Animosität gegen Mathematik weiterhin aufrechterhalten, wenn ihr zumindest die richtige Software nutzt in dem Bereich. Weitere Schlussbotschaft, wir haben es schon angesprochen. Es gibt Software, die uns beim Verschlüsseln hilft. Und auch wenn wir nicht wissen können, ob diese Software keine Sicherheitslücken hat, das heißt, wenn wir nicht wissen können, ob unsere
PGP-Schlüssel nicht einfach auf der Hardware-Ebene schon angegriffen werden, ist es immer noch die schlechteste Möglichkeit, trotzdem ungeschützt zu kommunizieren. Dieser Fatalismus bringt uns nicht weiter. Wir müssen einsehen, dass jeder Versuch von Verschlüsselung mit bewährten Methoden es einfach schwieriger macht, Daten auszuwerten. Das heißt, wenn wir versuchen, uns gegen die NSA zu schützen, kann es sein, dass die NSA das trotzdem knacken kann. Aber wenn wir das skalieren, das heißt, wenn jeder von uns irgendeine Art von Verschlüsselung anwendet und eine bewährte Art anwendet, dann wird der Aufwand einfach wesentlich höher. Denn auch wenn es vielleicht kaputt ist, trotzdem ist es mehr Aufwand, als einfach eine Klartextnachricht durch die Welt zu schicken und dann zu sagen, ja, lies sie doch einfach, es bringt ja eh nichts. Außerdem, dadurch, dass wir diese Software nutzen, vergrößern wir die Motivation, dass diese Software auch auditiert wird. Das heißt, man vergrößert den Druck, einfach zu sagen, wir haben oft benutzte Software. Es gibt eine kollektive Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass diese Software sicher ist. Google hat das mit seinem Zero-Day-Team einigermaßen vorgemacht, weil einfach Google auch eine Firma ist, die viel Open-Source-Software benutzt und irgendwann mal gesagt hat, na, wir wollen doch auch, dass die sicher ist. Wir wollen ja nicht nur diese Software benutzen, wir wollen uns auf die irgendwie verlassen können. Also haben wir eine gewisse Verantwortung, wenn wir damit Unmengen an Geld machen, auch mal in diese Software reinzugucken und zu schauen, was können wir zurückgeben und was können wir machen, um eben diese Software sicherer zu machen. Das ist aber vielleicht nicht nur eine Aufgabe von einem Privatunternehmen, das ein Quasi-Monopolist ist, sondern das ist auch eine Aufgabe von der Politik. Das heißt, die Politik hat eine Verantwortung, hat eine gewisse Schutzpflicht, den Bürgern eben zu ermöglichen, verschlüsselt zu kommunizieren und nicht zu fordern, dass Schlüssel hinterlegt werden und das alles ad absurdum geführt wird. Ein weiterer Punkt, den wir schon oft erwähnt haben, aber den wir trotzdem nicht müde werden zu erwähnen, dass wir freie und offene Software wollen, in die wir reingucken können, bei denen es die Möglichkeit gibt, Hintertüren zu erkennen, Sicherheitslücken zu erkennen, diese Software zu verändern, diese Software weiterzuentwickeln, was jeder mit seinen eigenen Möglichkeiten tun kann. Es gibt Menschen, die werden die Krypto weiterentwickeln, es wird Menschen geben, die können vielleicht endlich mal dafür sorgen, dass die Software benutzbar wird für den normalen Nutzer und attraktiv wird für den normalen Nutzer. Und dann unsere quasi Schlussbotschaft, es gibt Kryptomagie. Und Kryptomagie ist für uns eben genau die Kombination aus Kryptographie, eben aus den mathematischen Grundlagen, die es seit Jahrzehnten gibt, die nichts Neues sind, und Open-Source-Software. Das heißt, wir wollen, dass wir gute Kryptographie benutzen, dass wir keine kompromittierten Standards haben und dass wir Open-Source benutzen. Nicht nur in Software, wir wollen es auch in Hardware. Wir wollen wissen, was die Sachen tun und wir wollen die Möglichkeit haben, uns zu schützen. Dankeschön. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Gibt es denn vielleicht Fragen? Weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit an die beiden hier. Da sehe ich den ersten. Moment. Ruhig bei den Fragen hinstellen, weil dann sehen Sie. Hallo. Jetzt hattest du ja vorhin sehr viele Microsoft-Produkte erwähnt. Jetzt, wenn man hier so ein bisschen durch die Gegend guckt, dann sieht man, glaube ich, immer weniger Laptops, sondern immer mehr Telefone und Tablets. Wie sieht das zum Beispiel dort mit freier Software aus und beziehungsweise mit dem Abschalten von den gelockten Bootloadern zum Beispiel? Also im Bereich mobile Geräte gibt es durchaus einige Open-Source-Projekte, aber da sind wir in der Tat noch nicht so weit. Es gibt durchaus interessante Sachen, dass irgendwie auch wettbewerbsrechtlich darauf gedrängt wird, dass Leute ihr Gerät auf ihrem Gerät auch eigene Software installieren. Aber da hast du völlig recht, da ist der Weg noch ein relativ weiter im Vergleich zu Linux, wo man in der Tat wackelnde, aber doch anwendbare Lösungen haben und auch konkurrenzfähige Lösungen weitgehend. Im Bereich mobile Geräte gebe ich dir völlig recht, da ist noch ein noch weiterer Weg da. Wir haben außerdem auch ein Problem bei Mobilgeräten. Wir müssen ja nicht nur dem Betriebssystem auf diesem Mobilgerät vertrauen, das heißt, wir müssen nicht nur Android vertrauen, das auf dem Mobilgerät drauf ist, sondern wir müssen auch dem Basebandprozessor vertrauen. Der Basebandprozessor ist der diese rudimentäre Kommunikation regelt, von dem wir nichts mitbekommen, und er stellt quasi eine Art zweites Betriebssystem auf dem Telefon dar, das quasi unter dem eigentlichen Betriebssystem, das wir zu sehen bekommen, das wir zu spüren bekommen, bei dem viele Leute was entwickeln können, eben noch haben. Und es gibt Versuche, Open-Source-Baseband-Betriebssysteme zu entwickeln. Aber soweit ich weiß, sind die nicht besonders weit gekommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem man unbedingt ansetzen muss.
weil es wurde versucht, glaube ich, bevor diese ganze Smartphone-Welle kam, also bevor quasi Smartphones mehr oder weniger ubiquitär geworden sind. Und ich glaube, jetzt ist ein Punkt, wo man da wirklich nochmal reinschauen muss und zu sagen muss, das ist ein Problem, das uns alle betrifft, da muss man irgendwas rein investieren. Okay. Genau, da ein bisschen anschließend, also ich arbeite in der Jugendarbeit und ich versuche, die Jugendlichen dazu zu animieren, PGP zu benutzen, oder, aber die haben halt einfach ihre Smartphones, ihre, ich kriege die maximal zu Threema, Signal oder irgendwas, aber mehr, ja, geht da nicht. Also das ist irgendwie, da müsste es noch irgendwas geben, was schick ist, anwendbar ist und wo auch alle sind. Also sie sind alle bei Facebook, ich hätte sie natürlich lieber bei Diaspora, aber ja, da kann ich irgendwie nicht viel machen. Ich glaube, wir haben angesprochen, dass es eben auch daran liegt, dass Leute eben nicht nur die Krypto entwickeln und nicht nur quasi die tiefer liegenden Schichten entwickeln, sondern eben auch die Oberflächen entwickeln. Und wir haben ein Problem mit den Monopolisten. Wir haben ein Problem damit, dass Leute bei Facebook sind, weil alle Leute bei Facebook sind. Und ich glaube, es ist ein langer Prozess und es ist ein langer Prozess, dass diese Alternativen sich vielleicht etablieren können. Ich kann nur von mir persönlich sagen, wenn ich mir überlege, wie viel verschlüsselte E-Mails ich vor 2 Jahren bekommen habe, dann war das im Prozentbereich, und zwar im einstelligen Prozentbereich. Wenn ich heute in meine Inbox gucke, sind, ich sag mal, ungefähr 40-50% der Mails, die ich privat bekomme, verschlüsselt. Klar, ich habe nicht vielleicht die Zielgruppe an Menschen, mit denen ich kommuniziere, die die Jugendlichen haben, aber ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, dass ich auch selbst von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Journalisten sind oder die jetzt irgendwie nicht sich damit quasi mehr oder weniger hauptberuflich auskennen wollen, verschlüsselte E-Mails bekomme. Und je mehr sich das durchsetzt und je mehr das quasi in Diskussion ist, je mehr irgendwie du deine Mutter fragst, so hier, du kannst mir jetzt eine verschlüsselte Mail schicken, desto mehr wird sich das auch durchsetzen und vielleicht auch irgendwann massentauglich werden. Das Problem ist schon besprochen mit Baseband-Prozessoren und was für Code da drauf läuft. Aber können wir überhaupt unserer Hardware noch vertrauen? Weil darauf geht eine Menge zurück. Ne? Wenn wir jetzt gucken auf moderne Intel-Hardware, da laufen komplette Debugger auf dem Die, auf der on the Processor Core. Wir haben immer mehr Cores, es gibt GPUs, wo auch nochmal Software läuft, die wir nicht kennen. Das, was drunter liegt, unter unserer Open-Source-Software, unter alles, was wir jetzt benutzen, können wir das noch vertrauen? Sind da Backdoors drin und werden wir das jemals rausfinden? Ausführliche Antwort, nein. Das Problem ist massiv. Also ich bin ja Kummer in dem Bereich gewöhnt, aber als ich diese aktuellen Sachen, die hat Anna auch, glaube ich, in dem Artikel beschrieben, also diese Angriffe wirklich auf der untersten Ebene, stehe ich halt nur davor und sage, naja, das ist Matrix. Also die können wirklich eine unterste Ebene voll machen. Ich bin auch zusammengezuckt, als ich erfahren habe, dass UFI halt auch ein kleines Betriebssystem ist, mit, da darf ich heiße, die aktuelle CT zitieren, mit rottigem verschlüsselten Intel-Code, der irgendwie unterschreibt heiße, der Verdacht nahe liegt, dass da eine Backdoor da ist. Ich komme mir eigentlich irgendwie ein bisschen vor wie in einem falschen Film. Also in der Hacker-Szene haben wir vor 10 Jahren, du auch, wortreich gewarnt, dass da Backdoors uns drohen. Und ich habe jetzt irgendwie, wenn ich mir meine Talks angeguckt habe, ausgerechnet an den Stellen, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich aus politischen Gründen etwas dick aufgetragen mit den Backdoors, bin ich eigentlich von der Realität überrannt worden. Also wir vertrauen jetzt irgendwelchen Herstellern in China, und die intelligenteren Leute in der Industrie fragen sich natürlich, wenn die große Demokratie Amerika sagt, wir möchten eine, nicht eine Backdoor, sondern eine Fördertür haben, wo wir reingehen können, naja, wie können wir dann China gegen argumentieren, wenn die sagen, wir bauen jetzt Backdoors ein, damit nicht gemeine Terroristen auf einmal über Demokratie erzählen. Also das Problem, wir brauchen Open Source Hardware, nicht weil wir irgendwie paranoide Hacker sind, sondern wir brauchen es für die Industrie, die konkurriert mit Firmen, wo sie es irgendwie nicht toll finden, dass die Amerikaner und die Chinesen alles mitlesen können. Also noch einmal, das Problem ist, ich kann euch nicht mal helfen, wenn wir da Geräte drin haben, die auf einer unteren Ebene kommunizieren, kann ich da oben wunderschöne Tänze aufführen, ohne dass ich überhaupt mitkriege, dass da eine weitere Matrix-Ebene da ist. Gibt es noch vielleicht eine Frage? Weil ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, da hinten. Moment. Hallo, Nils Hünemann, mein Name. Ihr
Ja, ihr hattet GnuPG auf der Folie drauf und ich glaube, das Hauptproblem davon ist eigentlich, es ist viel zu kompliziert. Also wenn man sich die Kommandozeilen-Settings anschaut, das sind die Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, und ich glaube, hier sitzt keiner im Publikum drin, der da mit manuell eine E-Mail verschlüsseln kann, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Es ist einfach zu kompliziert. Solange meine Mutter eine 10-stündige Schulung braucht, um eine verschlüsselte E-Mail zu verschicken, wird sich das nicht durchsetzen. Und ich glaube, hier ist die meiste Arbeit notwendig, dass die Komplexität versteckt wird und dass wir userfreundliche und einfache Tools haben, die plattformübergreifend funktionieren, womit man Verschlüsselung anbieten kann. Solange wir das nicht haben, wird es immer nur ein Randthema bleiben für Minderheiten. Ich glaube, du hast, also ich würde dir widersprechen, weil niemand ist heute noch dazu gezwungen, seine E-Mails per Kommandozeile zu verschlüsseln. Es gibt Wizards, es gibt Plugins für normale Mail-Clients, es gibt alles Mögliche. Und ich glaube, ein Kernproblem an der ganzen Adaption von Verschlüsselungssoftware ist, dass Leute sich das einfach nicht zutrauen, dass Leute einfach sagen, hier, das ist was für die Techies, das ist was für diese Nerds mit den Kapuzenpullis, und dann einfach sagen, das kann ich doch sowieso nicht. Und ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich in den letzten Monaten Mail-Verschlüsselung beigebracht habe. Und die Leute waren keine Informatiker und die Leute waren keine Menschen mit einem technischen Hintergrund. Die Leute haben es trotzdem geschafft. Und ich finde einfach, man sollte ein bisschen mehr Vertrauen haben und es eben auch seiner Mutti zeigen. Und dann sagt man es der Mutti vielleicht einmal öfter und dann ist es okay. Aber die Leute müssen sich es einfach zutrauen. Wir müssen diese Technikangst überwinden, weil wir leben in der technisierten Welt. Und es kann nicht sein, dass alle, die keinen Informatikabschluss sagen, hier, das kann ich eh nicht, da bin ich zu blöd für und das ist zu kompliziert. Und die Leute müssen eben auch kommunizieren. Die Leute müssen kommunizieren, denjenigen, die das entwickeln, was sie wollen. Die Leute müssen sagen, wir brauchen diese Software, wir wollen sie auch benutzen und nicht sagen, nee, das werde ich eh niemals tun. So geht es halt nicht weiter und so kommen wir einfach nicht voran. Du hast da vollkommen recht, aber es sind halt einfach viele Sachen kaputt. Schau dir die Key-Server an. Es gibt viele dezentrale Key-Server, das Ganze ist komplett teilweise mit Spam, hat man viele Probleme, teilweise gibt es auch keine Verschlüsselung für die Lookups auf Key-Servern. Gruppennachrichten mit PGP zu verschlüsseln ist auch ein Problem, es geht praktisch nicht wirklich gut. Und das sind halt alles solche kleinen Bausteine, die fehlen, damit das eine gute Lösung für die Zukunft wird. Aber um da nochmal kurz anzugehen, 70% der Webklicker installieren Adblocker. Es ist genauso aufwendig, HTTPS zu installieren oder, wie Anna gesagt hat, Enigma-Mail zum Beispiel in Thunderbird ist genauso aufwendig. Wenn du Jabber benutzt, dann ist es auch nur ein Häkchen, was man klicken muss. Also ich gebe dir vollkommen recht, wir Informatiker müssen uns den Schuh ansehen, dass wir Sachen entwickelt haben, die cool sind, die mathematisch schwierig sind, die cool zu programmieren sind und dann sagen, Leute, aber jetzt programmieren wir nicht auch noch die grafische Oberfläche. Ja. Das müssen wir vielleicht auch noch in Angriff nehmen, aber trotzdem dann wirklich die Bitte, dann erklärt uns mal, was ihr genau braucht. Weil, wie gesagt, es gibt jede Menge Tools, die ihr jetzt schon auch, schaut euch HTTPS Everywhere ist, und das ist auch ein Punkt, den Anna nochmal ganz deutlich hergestellt hat. Auch wenn ihr ein bisschen verschlüsselt, dient ihr irgendwie der gesamten Gesellschaft. Weil im Moment ist einfach der Unterschied, im Moment tue ich einfach eine Antenne in den Äther heben und kann als NSA jede Webverbindung lösen. Wenn nur 20% HTTPS benutzen, habe ich bei den 20% nur ein Rauschen, dass ich höchstens Einzel- und Millionenaufwand angreifen kann. Also wenn wir wirklich auch opportunistisch verschlüsseln, nicht so, dass ihr Kryptografen total glücklich ist, dass ihr mit den Schlüssel gut umgeht, sondern einfach auch mal Verdacht verschlüsseln, in Anführungszeichen, dann wird schon dieses ganze Spiel drastisch geändert. Nochmal, wer unverschlüsselt kommuniziert, tun die Geheimdienste eine Antenne in den Äther oder an die Glasfaserkabel oder bei D6 mit dem BND zusammen und haben alles. Nicht nur die Vorratsdaten, die Metadaten, was der BND abgeschnauzt hat, war alles. Wenn da irgendwie 30% HTTPS Everywhere benutzen, dann haben sie 30% bekacktes Rauschen. Und das ist ein gutes Ding. Okay, ich glaube, wir sind mit der Zeit durch. Falls ihr uns erreichen wollt, entweder hier, wir sind, glaube ich, noch eine Weile hier, oder eben per Mail. Okay.